meine Lieben, wie bereits im letzten Video gezeigt, kann man aus Bulgur verschiedene Sachen und verschiedene Gerichte vor allem kreieren. Ich habe im letzten Video einen leckeren Bulgursalat zubereitet und heute zeige ich euch, was man so tolles Süßes aus dem Bulgur noch rausholen kann. Wir brauchen natürlich dazu Bulgur. Ich habe meinen Bulgur hier jetzt schon ein bisschen aufgemacht, leider ein bisschen angerissen, aber ich bin ganz bekannt dafür, dass ich jede Packung leicht anreiße. Das hier ist Bulgur fein. Und wir machen jetzt daraus einen leckeren Bulgur Porridge. Manche denken ja, nur Haferflocken gehen so schnell und deswegen macht man sich gerne auch in der kalten Jahreszeit vor allem Porridge am Morgen, also mit Haferflocken. Aber Bulgur geht mindestens genauso schnell und ist auch mindestens genauso lecker und gesund. Als allererstes muss ich meinen Herd anmachen. Und natürlich, ihr könnt auch euren Herd anmachen, es muss kein Gasherd sein. Und dann einen kleinen Topf drauf. Und ich mache jetzt meinen Bulgur Porridge mit Haferdrink, also mit Hafermilch. Ihr könnt sehr gerne ganz normale Milch nehmen. Oder auch Mandelmilch passt sehr, sehr gut dazu. Und das Verhältnis zwischen Bulgur und der Flüssigkeit sollte 1:2 sein. Also doppelt so viel Flüssigkeit. Jetzt kommt auch gleich der Bulgur dazu. Ich rühre das Ganze einmal kurz um. Wenn ihr es lieber habt, dass der Bulgur ein bisschen feuchter ist und ein bisschen schlotziger, dann nehmt ihr einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit oder ein bisschen weniger Bulgur. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach nur kurz aufkochen. Das geht eigentlich relativ schnell und zeige euch währenddessen, was wir noch reingeben. Ich gebe jetzt noch ein paar Rosinen rein. Jetzt schon bereits in den Bulgur. Die Rosinen oder Sultaninen, wie sie eigentlich heißen, geben dann bereits ihre leckere Süße an den Bulgur ab. Ihr könnt aber auch sehr gerne etwas anderes nehmen, sei es kleine Goji-Beeren, was auch immer ihr gerne möchtet. Ihr könnt auch jetzt schon Früchte reingeben, aber ich finde vor allem in der kalten Jahreszeit sind Rosinen was richtig Tolles, aber nicht jeder ist ja unbedingt ein Rosinenfreund. Und ich habe jetzt meinen Bulgur circa 1 bis 2 Minuten köcheln lassen und jetzt seht ihr ja, es bubbelt so schön, wie ich sage, oder es wirft Blasen. Und jetzt mache ich mein Herd schon aus. Und das Einzige, was ich jetzt nur machen muss, ist geduldig sein und warten, bis der Bulgur die gesamte Flüssigkeit schön aufgesogen hat. Jetzt, wo der Bulgur wieder gut verschlossen ist, habe ich auch gut 5 Minuten gewartet. Und ihr seht, das sieht doch richtig lecker aus. Alles schön aufgesogen. Und jetzt kann es auch schon ans Anrichten gehen. Dazu nehme ich meinen Bulgur, gebe ihn in ein kleines Schüsselchen. Und wenn wir das gemacht haben, könnt ihr jetzt beliebig süßen oder auch ein bisschen Crunch reinbringen. Ich gebe jetzt noch ein paar Mandeln rein, weil ich finde, Mandeln passt besonders gut zu dieser kalten Jahreszeit, aber für mich eigentlich zu jeder Jahreszeit. Einfach ein paar drüber träufeln. Dann natürlich ein bisschen Zimt. Und für die extra Süße nehme ich jetzt noch ein bisschen Marmelade, weil ich finde auch Herbstmarmelade, das ist so eine richtig tolle Jahreszeit. Aber weil normalerweise in richtiger Marmelade sehr, sehr, sehr viel Zucker drin ist, habe ich jetzt hier die von Xucker gefunden. Und das ist ja toll, weil da ist einfach nur Xylit drin. Und ich habe natürlich auch schon selbstgemachte Marmelade gemacht. Ihr kennt das aus meinem Berliner Rezept. Aber leider ist die jetzt alle, deswegen muss ich jetzt hier die Marmelade mal verwenden. Und die schmeckt auch sehr lecker, ist so eine Blaubeermarmelade. Da gebe ich ein Häufchen drüber. Und abschließend kommt jetzt noch ein klein wenig von unserem Haferdrink oder eurer Milch drüber. Und dann verfeinert es das Ganze nochmal und macht es schön sämig. Und fertig ist das Ganze auch schon. Und das wärmt euch nicht nur am Morgen, sondern ihr könnt es euch auch als warmes Mittagessen machen. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Ich hoffe, ihr probiert mal diesen leckeren Bulgur. Und dann wünsche ich guten Appetit. Tschüss.